Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beat the Boss 3 Let's Zock mit dem Aptoid 21. Ich gewöhne mir das gerade so ein bisschen an, immer meinen Namen zu sagen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? So. Ah, besiege einen gekrönten Boss wollte ich ja noch vorher, vor dieser Mission machen, die Zeit umzustellen. Ob es funktioniert, das weiß ich nicht. Und er hat schon wieder gefurzt. Okay, dann noch töte den Boss 35 Mal, haben wir auch schon fast fertig. Jetzt liegt es halt nur noch eigentlich an gar nichts, dass wir nicht weiterkommen. Nur halt vielleicht an dem gekrönten Boss, weil ich weiß nicht, ob's klappt, das so zum Kind zu kriegen. Auf jeden Fall mache ich jetzt den Ton mal ein bisschen leiser. Und ich merkte mir gerade, dass der Multiplikator hier oben, wo ich jetzt 6% habe, dass dieser immer weiter hoch geht, wenn man Sachen upgradet. Und das hatten wir ja auch in der einen Mission. In einer von vielen Missionen, dass wir das machen sollten. Und das ist uns dann halt gelungen, als ich gegoogelt habe. Ja, ich mache jetzt, ich schieße da einfach nur mal drauf im Moment. Und ich hoffe auch, dass mein Kanal bald besser abonniert wird. Ich will später damit mal etwas größer rauskommen. Nicht zu, wie ich schon mal in einer Folge erwähnt habe. Aber naja. Immer schön mit der grünen am besten. Wasabi-Soße. Und da passt es einfach am besten. Och. So, einfach nur mal schön da in die Augen. Er anfängt zu heulen. Also ich will nicht an seiner Stelle stehen. An seinem Stelle stehen. Ich sag das, weil er ein Zwitter ist. Ein Zwitter ist es, sage ich so. Er ist wieder ein Junge, wie man sehen kann. Ja, ob man es direkt sehen kann, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß ja noch nicht, ob sie es wussten, aber naja. Ich nehme die grüne. Wo ist die grüne? Ich hatte sie eben gerade da. Ui, ui. La, 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 li, di. Da, li, li, di.
So. Einfach nur die grüne rote Pampe so ins Gesicht. Das Ganze machen wir mit der grünen auch nochmal. Und mit der gelben auch nochmal. Ich krieg nie die drei Farben gleichzeitig aufs. Doch, jetzt gerade war es kurz. Ja, jetzt habe ich alle Farben auf dem Gesicht. Also ich hab das, ich bin, freue mich da gerade so drauf, weil ich sonst nie geschafft habe. Ich habe sonst nur mindestens zwei Farben. Mehr nicht. Ich habe nur zwei Farben. Immer. So, es gibt, kann ich wohl keine Werbung mehr machen. Ich hatte auch ganz lange keinen Dingens mehr. Ich komme gerade nicht drauf, was ich sagen wollte. Keine Kugel. Und ich habe mich letzte Folge, war das glaube ich, gar nicht so drüber gefreut, aber ich habe mein zweites Joe-Abzeichen jetzt, mein zweites. Ich habe verdammt nochmal mein zweites Joe-Abzeichen. Durch Rubbellosen. Also ich habe die, ich musste das ja machen als Mission, einen weiteren Rubbellos zu ziehen. Und dann habe ich mir entschlossen, dass ich halt das nehme und ja. Und nun habe ich halt zwar nur noch 125 Diamanten, aber es war auf jeden Fall sinnvoll, dies zu tun. Da kann ich jetzt zum Beispiel Erdbeben, da brauche ich zwar drei, aber zwei habe ich ja immerhin schon, ne? Ja, sowas kann ich halt dann. Oder hier, Flammenwerfer hätte ich dann schon machen können. Obwohl ich denken kann, der ist ganz in Ordnung. Aber ich benutze das Joe-Abzeichen noch nicht. Ja. Ich glaube, die Folge ist bald auch schon wieder um. Und das tut mir auch sehr leid, weil ich heute mal richtig Lust habe, Let's Plays zu machen. Let's Zocks. Bei mir heißt es Let's Zocks. Ja, alle drei Farben miteinander vermischt. So. Und die Boss-Tod-Mission habe ich jetzt auch schon fertig. Verdiene 3500 Münzen. Ach je. So viel kostet die Schneeballkanone. So. Jedenfalls, ich werde noch bis 2500 in dieser Folge und die restlichen, die könnt
die können wir dann in der nächsten Folge noch. Na komm. Einfach in die Ecke drängen. Halt ein bisschen Tablet, ein bisschen schräg halten bei mir. Weil in die Richtung, in die man den haben will, die muss man auch sozusagen lenken. Weil sobald ich jetzt mein Tablet nach rechts mache, wird er auch nach rechts rollen. Wenn er lebt, natürlich. Aber wenn ich das Tablet nach links mache, geht er sofort in die linke Ecke. Jetzt mache ich es nach rechts. Jetzt hüpft er auch nach rechts. Wenn ich aber nach links mache, na, dann hüpft er nach links. Wenn ich es nach rechts mache, dann nach rechts. Das kann manchmal echt nervig sein. Deswegen halte ich meistens alles immer nach links oder rechts. Ich lasse es nie gerade, das Tablet. Bis 2500 mache ich noch. Und dann ja. Mal ein bisschen näher dran hier. Immer schön. Weiter, 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 weiter. Alles vermischt. Ich werde zurückkommen. Ja, das wirst du. So, und wir haben 2500 und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Haut rein, abonniert mich, liked meine Videos und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal und haut rein, euer AppDroid 21.